die Dinger halt auch gut verwenden kann und die fand ich auch nicht so verkehrt. Es war das einzige Set, das lag aber in einem anderen Fach mit drin. Da, wo die gelegen haben, war das Fach ratze leer. Hat einfach mal einer wieder ausgeräumt. Ja, so ist das. Nachmittags schrieb noch jemand, die Regale wären gut bestückt, die wären da, die Blöcke wären da, alles Mögliche wäre da. Ja, ich komme 3 Stunden später in den Laden, war natürlich schon wieder ganz anders, ne? War mir aber fast klar. Aber das war das einzige Set. 1,95 kosten die immer Stempel mit Stanzen. Habe ich dann trotzdem einmal mitgenommen. Ich wollte es nicht liegen lassen, das hätte sich gegruselt so ganz alleine. Ja, nee, ist klar. So, Moment. Ich muss wieder in die Tiefen der Tasche verschwinden. Und hier, was habe ich gesagt? Ich war auf der Suche nach diesen und es war das erste Mal, dass ich wirklich die pink-rosa Variante bekommen habe und da ich die so schön finde, die Farben, die so toll sind, habe ich gleich mal alle, die da waren, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Meine Schwester möchte sie auf jeden Fall auch einmal haben. Vielleicht will sie auch zweimal, dann kann sie auch zweimal haben, meinetwegen. Ich habe ja genug geholt. Und einmal noch die lilanen. Ich weiß nicht, ob die liebe Gabi jetzt noch immer auf der Suche war. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich finde sie auch wunderschön. Dann würde ich sie auch noch mal ein zweites Mal behalten. Ich habe sie nämlich schon. 67 Cent, wie gehabt. Dann, was gab es noch? Das war für mich jetzt neu. Das habe ich, glaube ich, auch noch. Hört ihr mich überhaupt, wenn ich da unten bin? In keinem anderen Video gesehen. Moment. Und zwar diese Tapes. Vielleicht gab es die auch schon mal, aber ich glaube, die gibt es jetzt wieder neu im Sortiment, wenn ich mich nicht irre. Einmal ist das hier so rosa mit Silberglitzer, mit Herzen drauf. So ein breites Tape. Craft und Deko-Tape. Oh, schon eingedrückt. 5 cm mal 3 Meter. Und das fand ich auch interessant vom Motiv her. Und das funkelt und glitzert so schön. Daher habe ich die beiden mitgenommen. Es gab auch einfarbige in einem rosa und in einem Blauton auf jeden Fall. Also viel Auswahl war da nicht mehr. Und die Dinger kosten. Ich hoffe, mein Akku und mein Speicher kriegt noch mit. Es ist ein Wahnsinns. Oh, ja, klar, durch das Preise raussuchen dauert es nochmal länger. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das diesmal. Ich bin ziemlich geschafft von der Arbeit und vom Sport und daher wollte ich das jetzt mal abdrehen, ehe das noch länger rumliegt und ich irgendwann gar keine Lust mehr habe. 84 Cent pro Rolle. Ja, von denen. Und einmal diese hier. Das ist jetzt dieses Stoff-Tape. Fand ich von den Farben und von dem Motiv sehr schön. Sieht man das überhaupt? Ja. Das ist, glaube ich, die gleiche Breite. 5 cm mal 5 Meter. Es sind allerdings 5 Meter drauf, also mehr als auf diesen Glitzer-Tapes. Und das soll ja so gut sein für Alben einbinden und so. Und ich fand das einfach hübsch von dem Motiv und der Farbe her. Daher habe ich das einmal mitgenommen und das hat gekostet. Bestimmt auch so in dem Dreh, könnte ich wetten. 99 Cent Leinenklebeband zum Basteln, 99 Cent. War das Einzige, was jetzt da war, was mir irgendwie noch gefallen hat. Ich glaube, ich muss euch für die Blöcke gleich ein extra Video machen. Ich habe keinen Platz mehr. Mann. Schrecklich hier. Viel zu viel eingekauft. Ich hoffe, der Ton ist nicht völlig dahin, weil ich immer mich nach unten bücke. Moment, wieder da. Ich hole das mal alles nach oben. Ja, aber mit 3 Taschen voll ist heute ein bisschen chaotischer, als ihr es. Ah, sorry, Schleudertrauma, gewohnt seid. Hier haben wir noch diese anderen Teile. Einmal die Variante. Happy Birthday mit Kuchen, Luftballons, Schriftzügen, ja, Macarons. Meine Schwester hatten die halt alle ganz gut gefallen. Daher habe ich für sie jeweils ein Set geholt. Zum Thema Hochzeit hier mit dem Brautpaar. Brautkleid ist auch sehr schön. Und jetzt muss noch irgendwo ein Set sein. Das hatte ich gesagt, die Dinger haben gekostet 97? Ich glaube 97, ja, da oben steht es auch 4x97. Und wo sind die anderen beiden? Hier sind sie. Hier nochmal die maritime Variante. Beach für meine Schwester und einmal Variante Bailey. Und die kann man sicherlich auch anmalen, denke ich mal. Müsste man mal testen. Funktioniert bestimmt, wenn sich die noch bunt macht. Ja, das noch. Dann habe ich noch was Neues entdeckt.
Das war auch in der Kinderabteilung, wo auch die Disney-Sticker und so sind. Und zwar gibt es jetzt so Sets, das sind vier kleine Malbücher und Sticker sind auch mit da drin. Hier 12 Seiten wohl zum Malen und 2 Bogen Sticker je Set. Einmal habe ich die Variante hier mit den Disney-Prinzessinnen genommen, weil ich weiß, dass die auch einige mögen und dass sich das immer ganz gut macht, wenn man sowas dann für Tauschpost oder so da hat. Entweder zum Verbasteln direkt oder halt auch mal sowas mit beilegen. Die Motive können sich derjenige dann ja kolorieren. Und das sind auch in beiden unterschiedliche. Aber es sind 4 Bücher. Ob die 4 verschiedenen sind? Wisst ihr was? Wir machen mal ein Päckchen auf und schauen uns das mal näher an. Ich bin ja auch neugierig. Und heute wird es eh ein längeres Video. Von daher können wir uns das. Ne, es sind zweimal hier die gleichen von den Motiven. Ja, also es sind 2 unterschiedliche von 4. Und halt die Stickerbogen. Obwohl, wo sind die Stickerbogen? Ich guck mal, ob ich die auch so direkt finde oder ob sie die in den Heftchen drin haben. Dazwischen steckt jetzt nichts. Ah nee, das ist in dem Heftchen drin. Das ist ja auch süß gemacht. Die sind mit hier drin. Und die sind so ungefähr Postkartengröße, würde ich sagen. Man könnte jetzt so ein Motiv auch nehmen, schön kolorieren und auf eine Karte verbasteln. Dann hätte man eine schöne Disney-Karte. Das sind natürlich doppelseitig bedruckt. Man kann dann nur eine Seite kolorieren, aber dadurch, dass jedes Heftchen zweimal bei ist, könnte man jedes Motiv kolorieren. Hier, Ariel zum Beispiel. Wäre hier wieder was für die liebe Dani. Ja, sehr schön. Ich fand es niedlich. Gerade weil halt auch Sticker mit bei sind und man die Motive schön kolorieren und verbasteln kann. Dann habe ich die mitgenommen. Also einmal die Variante, wie gesagt, Disney-Prinzessinnen. Ups. Und, was soll es auch anderes sein, die Minnie-Maus noch. Nicht süß. Das war wieder was für Barbara. Ja, auch ganz niedliche Motive dabei. Und da unten sind die Stickerbogen abgebildet. Ja, fand ich niedlich. Gab es natürlich auch noch in anderen Varianten. Ich glaube Mickey Mouse für Jungs Cars und solche Sachen. Ich glaube auch noch Findet Nemo. Also verschiedene Sachen, so wo, wie es auch die Sticker gibt, gab es glaube ich auch die Malbücher. Und diese kosten 81 Cent pro Päckchen. Ist auch okay. Dann habe ich einmal mitgebracht hier diese, die Clips. Die kennt ihr sicherlich auch schon in den verschiedensten Varianten. Die sind jetzt nicht für mich. Die habe ich für die liebe Gabi mitgebracht. Sie hatte sich diese gewünscht mit diesen Cupcakes. Ich denke mal, weil die lila sind, ne? Gabi. jetzt suche ich gerade, wo steht da wieder der Preis? Wunschkartenklammer, 79 Cent das Päckchen für 6 Stück. Gibt es ja auch verschiedene Motive, aber sie hatte sich diese gewünscht, habe ich mitgebracht. Was haben wir noch? Oh, sorry. Von vielen Quatschen kriegt man jetzt einen trockenen Hals. Und ich habe noch einen ganzen Satz an Schleifchen-Sets mitgenommen, als ich das letzte Mal da war. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh Mann, sorry, tut mir leid. Und einmal hier diese Variante, Pink. Das dann in einem Marineblau, würde ich sagen, also in dunklem Blau. Die finde ich zum Beispiel sehr schön mit den Schmetterlingen drauf. Und es ist auch schön, dass da immer mal andere Bänder dabei sind. Manchmal hat man hier auch wie hier die Kordel. Das ist so ein helleres Blau. Die sind jetzt hier wie so ein, naja, lila oder Fliederton. Nicht ganz so ein schönes Lila, hätte ich mir ein schöneres gewünscht. Aber ich habe wirklich den ganzen Batzen, der da war, durchgeschaut und die schönsten mitgenommen. Ich hätte noch einige andere nehmen können, aber so viele brauche ich dann, glaube ich, doch nicht. Oh, Wahnsinn. Es sieht heute aus hier wie ein Schlachtfeld. So, dann hieß es, ja, das sieht hier noch viel heller aus, als es eigentlich ist. Das ist so ein Rosaton mit so Spitzenmotiv. Die Bänder sind auch schön. Das dann noch in so einem Babyblau. Das wäre auch schön für Babyalben jetzt hier. Mädchen- und Jungsalbum zum Beispiel. Das Ganze habe ich dann auch noch in Rot. Und was Gelbliches. Prinzessin Belle, sage ich nur, zum Beispiel. Da passt das gut zu. Da gibt es ja, wie gesagt, so viele verschiedene. Oh, keine Ahnung, wie viele verschiedene Varianten es da gibt. Motive und Farben und. Ah, nee, das ist Wahnsinn. So, dann kann ich die Kassenzettel jetzt, glaube ich, mal erstmal zur Seite tun. Ich zeige euch noch,
Diese, die blätter ich jetzt aber auch nicht einzeln durch. Die kennt ihr sicherlich. 3D-Blöcke, die Variante hier. Ich zeige euch noch die Rückseite, wenn ihr wollt. So ein bisschen sehen könnt, was drin ist für Motive. Also, das ist jetzt so ein Mix aus hier. Wie sie nicht Kuchen, also so Süßes. Hier Thema Nähen, Blumen, Tiere, Strand. Das ist wieder maritim, würde ich sagen. Hier Wein. Also, das ist irgendwie so ein bunt gemischtes hier. Maritim. Ja, das Häschen. Oh, ein Hasi und Eis. Ja, es sind halt sehr schöne Motive und das ist immer so ein Mix aus allem Möglichen. Hier ist nochmal was Maritimes. Gefiel mir wirklich sehr gut. Also von den Farben. Das ist der Block Nummer 4. Den habe ich zweimal. Einmal für mich, weil ich ihn beim ersten Mal nicht bekommen hatte. Beziehungsweise mein Schatz hatte mir welche besorgt, aber da gab es diese nicht. Und einmal für die liebe Gabi, wenn ich mich jetzt nicht irre. Sie hatte es den, glaube ich, auch gewünscht. Was habe ich noch? Beste zeige ich euch zum Schluss. diesen. Ah, die Farben schon alleine gefielen mir richtig gut von dem. Rückseite. Da schaut mal, das ist auch so ein bisschen Aquarelltechnik, so ein bisschen verwischt, verwaschen. Aber hier, ich fand die Motive halt auch schön. Ja, Get Well Soon, das ist auch schön für eine Karte. Hier mit dem Sushi, ist das nicht geil? Ah, und die Schweine. Ja, da sind richtig schöne Motive bei und diese Farben, ja auch das für Hochzeitspaar. Das hat auch was, diese Wasserfarbenoptik halt, ne? Das ist Block Nummer 1. Alle gefallen mir natürlich davon immer nicht, aber es gibt schon immer mal was, was mir gefällt. Und der, tada, was soll ich sagen? Ja, hier Ananas, Maritim, Strand, Sommerurlaub, einfach genial. Der ist so schön, dass ich mir den habe gleich von meinem Schatz zweimal mitbringen lassen. Schaut mal hier. Aber ich gerade die Strandtaschen sehe. Action hat auch richtig schöne Strandtaschen. Nur ich brauche keine Tasche. Nein, nicht das auch noch. Es reicht, wenn ich Bastelsachen sammle. Aber das kennt ihr sicherlich. Wunderschöne Motive. Da ist ein Nemo. Ich habe Nemo gefunden. Und das wäre Block Nummer 5. Den habe ich, wie gesagt, gleich zweimal für mich, weil die Motive einfach mal richtig traumhaft sind. Und zu guter Letzt, ich muss gucken, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ins Bild bekomme, ihr Lieben. Wir schauen mal, inwiefern, aber ihr kennt die Blöcke. Habe ich diesen Block bekommen? Ich werde sie jetzt einfach mal so zeigen. Man sieht die Motive ganz gut. Ich bin auch nah an der Kamera, weil der Tisch so voll ist. Könnt ihr es, glaube ich, erkennen. Hier sind so Cocktails drauf, oben Palmen. Und da sind Sonnenbrillen drauf auf dem Orangen, so knallig pink. Der ist halt sehr grell und sehr knallig, aber ich finde, das ist mal was anderes als immer dieses blumige Totenköpfe, Schmetterlinge, Knutschmünder, Herzen, Streifen, Wolken, Cocktailgläser da unten noch. Also, falls ihr da nochmal ein extra Video zu sehen wollt zu den Blöcken und vielleicht auch Stanzblöcken oder so, dass ich das nochmal ein bisschen näher zeigen soll. Falls es der eine oder andere noch nicht kennt, einfach melden, dann machen wir das nochmal extra. Ich zeige es euch jetzt erstmal, wie gesagt, nur so. Das Video wird eh einen halben Tag brauchen, bis es hochgeladen ist oder einen Tag. Wahnsinn, also das ist echt Rekordvideo. Man sieht das gar nicht so gut, ne? Das sind hier Seepferdchen da oben. Diese Blumen, die liebe ich ja auch, die sind ja schon in so einem Teddy-Block drin. Mal erstmal die Seite. Finde ich auch sehr schön. So Blautöne und diese Blumenmotive fand ich sehr hübsch. Wolken. Ja, das sind schon richtig schöne Blöcke. Und die kosten, wie gesagt, immer 1,99. Jetzt sind sie ab heute, glaube ich, ja, ab heute, heute ist Mittwoch, im Angebot für 1,59 Euro, wenn die Preise identisch mit Frankreich sind. Wahrscheinlich nicht ganz. Also jedenfalls im Angebot, im Wochenangebot. Da werden wahrscheinlich sowieso schwierig, welche zu bekommen sein. Ich wollte für meine Schwester letztens noch welche holen und es gab keinen einzigen von den großen. Ja, aber ich werde die schon noch bekommen und wenn sie Glück hat, sogar jetzt im Wochenangebot für sie. Boote, Anker, das ist jetzt so sehr maritim. Hier unten haben wir Palmen, Kirschen und Erdbeeren. Da wird es fruchtig. Die Blüten sind auch sehr schön. Wow. Wassermelone. Und Eis. Ja, der ist auch sehr schön. Vintage Holiday. Ich bin ja nicht für ein Vintage-Fan, aber das ist mal ein Vintage-Block, der auch mir gefällt. Und mein allerliebster Liebling, was soll ich sagen? Basic Pastels. Und da, ihr seht's. Ah, sorry.
Schon im Hintergrund die Flamingos und die Ananas. Und die sind auch traumhaft schön. Ah, jetzt habe ich gleich gar keinen Platz mehr. Es wackelt immer. Sorry. Chaotenvideo heute. Der besonderen Art. Na, egal. Holz, Optik. Dieser Batik-Look ist auch total genial, oder? Hier, Ananas. Sieht man jetzt hier unten, kann man vielleicht erkennen, aber es sind Ananas. Für einen mintfarbenen Untergrund. Aber die Farben allein schon, dieses Pastellige. Hier sind Häschen drauf. Schäfchen, Schnurrbärte. Oder wie sagt meine kleine Nichte? Schnubbart. Schnubbart. Ja, die kleine Zuckerpuppe. Hier Holz und Batik-Optik. Fast wie Marmor sieht das schon aus. Und hier, das ist ein Traum, das Papier. Der ganze Block könnte nur aus diesem Papier bestehen. Flamingos und Ananas und diese Farben. Wow. Ja, also ich will euch jetzt nicht länger zulabern. Wir haben jetzt gleich 50 Minuten erreicht. Wahnsinn, oder? Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch und ihr schaut trotzdem bis zum Ende zu. Ihr Lieben, ich werde jetzt sehen, dass ich noch ein bisschen fleißig bin. Ich habe noch einen Tausch offen. Mein Tauschbrief oder Päckchen ist sogar schon auf dem Weg zu mir, habe ich erfahren. Ich kam aber, wie gesagt, durch den ganzen Stress noch nicht dazu. Ich werde mich gleich ransetzen, wenn ich hier das Chaos beiseite geräumt habe. Und werkeln, damit die liebe Yvonne nicht zu lange auf ihren Tausch warten muss. Also werde ich mich wahrscheinlich die Tage vielleicht nochmal mit einem Tauschvideo melden. Dürft ihr gespannt sein und ansonsten vielleicht auch mal mit einem Craft-Update, wenn ich wieder was gewerkelt habe. Spätestens am Wochenende habe ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit. Freitag muss ich nochmal zum Sport wahrscheinlich. Naja, kriegen wir schon alles geregelt. Halt nur nicht mehr so häufig wie sonst vielleicht. Aber das Leben muss ja mal langsam wieder in normale Bahnen kommen. Vor allem habe ich dann noch wieder mehr Geld und kann mehr shoppen gehen. Also, bis dann. Tschüss.